Hi. Auf den, das ist der die Sonne, ne? Nur, dass du Bescheid weißt, dass ich mich Sport dran soll. Ach so. Boah, witzig, ich wollte gerade ins Auto einsteigen und die liegt einfach am Fünfer. Zack. Der landet in der Tasche. Heute ist ein besonderer Tag. Wir fahren jetzt gerade zu Mila, zu unserer Abla, die wir lange, lange nicht mehr gesehen haben. Ich habe mich gestern mit ihr unterhalten, sie hat mir ein bisschen was erzählt. Und ich kann jetzt schon mal sagen, Mila, so wie ihr sie davor kanntet, wird sie heute nicht auftreten. Das heißt, sie hat heute ein ganz anderes Erscheinungsbild. Ich will nicht sagen, sie hat sich unter das Messer gelegt, aber sie hat sich schon unter das Messer gelegt. Ich habe überlegt, wir werden so ein kleines Spiel spielen, ne? Ich habe hier einen kleinen Buzzer für uns besorgt. Und wir werden das so machen. Nico hinter der Kamera wird Fragen stellen. Das sind allgemeine Fragen, ne? Das sind Fragen wie zum Beispiel, wie viele Einwohner hat Deutschland? Wir gucken einfach, wer schneller reagiert, wer schneller die Frage beantworten kann. Dann drückt die Person drauf. Ich denke wahrscheinlich, dass ich ein bisschen schneller sein werde. Wenn nicht, wäre es ein bisschen peinlich. Derjenige, der quasi die Frage richtig beantwortet, ist in dem Sinne der Gewinner. Der, der sie falsch beantwortet, ist natürlich der Verlierer. Und der Verlierer muss eine unangenehme Frage beantworten. Ich hatte gestern schon auf Instagram gepostet, dass ich unangenehme Fragen für Mieter brauche und unangenehme Fragen für mich brauche. Das ist eigentlich das Prinzip vom ganzen Spiel. Also Fragen, die wir kriegen, müssen wir beantworten. Wer näher dran liegt, hat gewonnen. Und der Verlierer muss unangenehme Frage beantworten. Kurze Testfrage, ne? Wie viele Einwohner hat in Deutschland? 82 Millionen. Maschine, Junge. Na, natürlich, Alter. Treffpunkt ist 16:30, ne? Eigentlich war Treffpunkt 16 Uhr. Aber ihr wisst, Mila und Business. Ich hab gar kein Wasser mitgenommen, ne? Kriegst du aber hier. Ja, mit Dings. Kalk. Ich wollte gerade sagen, ich hab Mila vermisst, ne? Aber auf gesunde Ebene vermisst. So mäßig videotechnisch vermisst. Bevor ihr wieder falsch denkt, Alter. Du Idiot. Oh Mann, für 23 wollte ich keinen Menschen umbringen. Obwohl 22 kann ich das noch machen, ne? 23 will ich eigentlich nur besserer Mensch werden. Ich schwöre, der zieht einfach von rechts nach links. Ohne blinken, ohne seinen Arm auszustrecken. Was ein Vogel. Egal. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich bei Mila wieder. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Haben wir meinen Arsch gesehen? Ja, dafür trainiere ich auch. Entschuldigung. Kennst du Mira? Das ist die Hexe, die an Halloween hier rumläuft. Über die wird erzählt. Oh, das ist selber eine Hexe gerade. Ich weiß nicht, ob man gehört hat, was er meinte, ne? Aber er meinte, wenn sich hier eine Hexe zeigt, dann wird sie von mir verbrannt und was? Verbrannt und vermöbelt. Digga, der schaut uns einfach die ganze Zeit an. Komm mal kurz mit. Mann, er ist an seinem Haus, nicht, dass er seinen Dad ruft. Ich sehe schon wieder kleine Junge, einen Kratzer auf mein Auto haut. Du guckst, da steht 666. Ah, ich höre. Ich höre was. Oh, ich habe mich irgendwie erschrocken gerade, ne? Wie geht's wieder? Heute Abend, ja? Lange nicht mehr gesehen, ne? Folgt der Frau mit Spaß machen. Ach, hast du abgenommen? Ach, danke. Hast du zugenommen, oder? Ja. Das sieht man ein bisschen. Oh. Ich habe X-Taste gedrückt bei PlayStation. Ist schlimm, wenn noch 8 Kollegen kommen. Okay, geht. Ich war voll Weihnachtsstimmung gerade. Ist Weihnachten nicht schon um? Ich habe mitbekommen, du warst in Istanbul. Ja, ich war in Istanbul. Was hast du gemacht in Istanbul? Ich habe operieren gemacht. Was hast du operiert? Ich habe meine Brust gewechselt. Ach, gewechselt, einfach ausgetauscht? Ja, ich hatte eine kleine Brust, war sehr klein. Ja, hat Nico auch gesagt. Zehen hat sie an der Stelle auch gemacht. Und Körper auch. Ja. Das Ding ist, die können sagen, was sie wollen. Ich habe nicht geguckt. Nico guckt aber die ganze Zeit durch Kamera. Und ich habe meine Mutter auch gesehen. Ach so, ich wollte gerade sagen, sie hat für Mutter auch was gemacht. In Istanbul, ja. Wenn man so überlegt, ne, wie ist der Preis? Ich frage für Cousine. 20.100 Euro. 20.100 Euro? Ja. Das ist schon viel, ne? Überleg mal. Kennst du diese Lieder? Ich war mit dir in einer Klasse. Oh, ich gehe gleich richtig ab, Alter. Mach noch einen lauter, dann ist Dings Nachbar auch oben. Und wie ist das für die Leute, die haben mich gerade gefragt, wie ist das jetzt von der, was hast du getauscht? Von welche Größe zu welche Größe hast du ausgetauscht? 1000 Cystier. Ich habe keinen Plan, wie das mit dem Ton ist, weil Mikrofon ist bei ihr, ein Mikrofon ist bei mir und ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn sie zum Beispiel dazwischen redet oder ich dazwischen rede, ob man überhaupt was versteht. Aber egal, wir springen ins kalte Wasser. Ich habe dir noch nicht gesagt, was wir machen heute, ne? Nein. Das Ding ist, es wird jetzt ein bisschen schwer, das Ganze zu erklären. Ja, ich muss jetzt dreimal überlegen, wie ich das Ganze erkläre. Gib mir erstmal den Buzzer. Du siehst ja, das ist ein Buzzer, ne? Ja. Da kannst du raufdrücken. Drück mal rauf. Alles gut, wirf aufs Fenster. Mach du? Mach an? Du mach an, ich kann. Ah, ich hab Krampf! Wie kann ich? Also. Gleich, du guckst, ich schneide auch Video nebenbei. Hello. Ja. Was ist 5 plus 5? Du hast mitbekommen, was er gesagt hat? Mhm. Was hat er gesagt? Wie alt bist du? Mira, du hast nicht zugehört, ne? Also 5 plus 5 ist wie viel? 25. Ja. Ja. Genau. Wir kommen zur ersten richtigen Frage. Ist das Neymar? Ja. Magst du Neymar? Ja. Wie hoch ist der Eiffelturm? Das ist in Paris. Du weißt auch, der große Turm. Okay. Wie groß? Wie viel Meter? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe den nicht gebaut. 50 Meter. Ich sag 90 Meter. Nee, beide falsch. Beide falsch, hör? 300. Ja, aber dann würde ich sagen, weil ich näher dran bin, ja, hat sie verloren, ne? Das heißt, du hast falsch und du musst erste Frage beantworten. Die erste unangenehme Frage für dich. Wie viele Operationen hattest du schon und was genau? Nicht so viel. 5. Nein, 4.
Oha. Brust, Körper. Was heißt Körper? Also was genau? Meine Arsch, Sahne auch gemacht. Das ist auf dem Bauch. Wie heißt du auf Deutsch? Dieser kleine. Lammrippen. Ja, diese kleine Operation. Ja, das ist fair. Mhm. Zweite Frage. Wie lange halten Lash Extensions im Durchschnitt? Das Ding ist, normale Fake Lashes halten gefühlt ein ganzes Leben, habe ich das Gefühl. Wie lange bleiben? Ja, ja. Ich kann 24 Stunden auch. Ich sag 3 Wochen. 3 bis 5 Wochen. 3 bis 5 Wochen. Nein. Ich habe Als was arbeitest du gerade? Ich arbeite in OnlyFans. Nur das? Er sagt nur das, aber noch, dann kannst du schon Dings 5 Enkelgenerationen prägen. Womit verdienst du aktuell am meisten Geld? OnlyFans. Jeden Monat vielleicht 30.000. Tamam. Ich habe auch an. Wie viele Einwohner hat Istanbul? Aktueller Stand. 20 Millionen. Ich dachte auch 20. Auch 20? Hm. Jetzt löst auf. 15,4 Millionen. Also sind wir beide richtig, ne? Ja. Was versteht man unter Sticky Bra? Was ist das? Bra? Nicht Kapital. Es wäre Klebe-BH. Klebe-BH? Das ist mit dem Barty, mit sexy Kleidung. Ja, ich würde sagen, der Punkt geht dann an sie, weil sie hat gut erklärt. Das heißt, ich habe einen Punktabzug. Die erste unangenehme Frage an Dennis. Wie hoch ist dein Bodycount? Also mit wie vielen Frauen hast du? Kennt ihr sie? No Germany. Bruder, ich würde mal sagen, der ist auf jeden Fall noch im soliden Bereich. Ich glaube 441. Da bin ich mal gespannt, wer zuerst auf dem Buzzer haut. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 16:43. Ein Punkt an Dennis. Sorry, ich habe heute Hälse Schmerzen. Ich habe auch Bauchschmerzen. Ach, okay, was hast du gegessen? Ich habe gegessen einmal normal Hähnchenbrust, dazu Nudeln und als Topping quasi Schrauben. Ah, okay. Wie hoch ist dein Bodycount? Wie oft hast du Golf gespielt? Mit Männern? Ja. Ah, okay. Ich schlafe nur, wenn jemand gefällt mir. Meine Körbe ist teuer. Ja, 20.000 hat sie auch. Ja, meine Körbe ist teuer. Aber kann man auch finanzieren. Warte. Schaff euch, ich lade sie einfach zu Hause bei mir ein und sie stößt sich ihren Zeh und meine Mutter sitzt am Tisch und sie stöhnt einfach. Willst du Energie? Nein, alles gut, keine Energie heute. Auf den Red Bull Werbeclip. Digga, Bruder, ich habe hier gerade in links geguckt, außersehen. In den Kartenleser. Ach, neue Mimik. Das muss ich ganz schnell vergessen. So, 3, 2, 1. So, neu starten PC. Okay, hast du die nächste Frage? Ich habe die nächste Frage. Wie viele Bundesstaaten hat die USA? Oh, ich habe keinen Plan. Oh, ist viel. Kann jemand helfen? Nein, kein Telefonjoker. 9. Falsch. Was sagst du? 60. Ich muss leider sagen, dass Mila näher dran ist. Echt? Es sind wirklich 50. 50? 50! Oh mein Gott! Das heißt, der nächste Punkt geht an Mila. Was ist deine Lieblingsstellung? Bei Black Ops. Boah, die ist echt unangenehm, ne? Ihr wisst eigentlich, ich beantworte die Fragen immer so ein bisschen auf lustig, aber ich muss auch eigentlich ein paar ernst beantworten, ne? Eigentlich schon. Das mit ernst beantworten können wir eigentlich so ab 5. Frage machen. Kennt ihr nur 4 Fragen? Digga, das ist schon echt unangenehm, ne? Wenn ich auch noch drüber nachdenke, so, ne? Mein Ander guckt ja auch die Videos. Ich sag mal so, um das ein bisschen verschlüsselt zu erklären. Habt ihr Haustiere wie Hund zum Beispiel? Wann war der Erste Weltkrieg? Wo? 1914 bis 1918. Auch die gleiche. Nein, ist nicht gleiche. Das darf man aber nicht, ne? Eigentlich geht der Punkt an mich, weil ich habe schneller gedrückt. Das heißt, Punkt geht an mich. Wie viele Abonnenten hat Mida aktuell auf TikTok? Oh, Bruder, ich habe nicht mal TikTok. Der Typ ist so unfair, ne? Ich habe nicht mal TikTok. Wie viele Follower habe ich in TikTok? Du. 2.150. Ich habe nichts verstanden. Habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Warum muss ich jetzt viel beantworten, viel fragen? Die letzte unangenehme Frage für Dennis. Was hat der Ring für eine Bedeutung? Das Ding ist, natürlich kriege ich auch viele Nachrichten, ne, von vielen Menschen, die mich fragen, so, ey, du trägst einen Ring und den Ring trägst du ja links und so weiter und so fort. Um das natürlich auch auf meine Art und Weise zu beantworten, ich sage immer so, wenn als Beispiel Mira ein gelbes Kleid anhat, dann frage ich sie doch nicht, ob sie ein gelbes Kleid anhat. Weil am Ende des Tages siehst du ja, sie hat ein gelbes Kleid an. Checkt, wie ich meine? Oder schränke ich mal an jetzt bei den letzten 2. Achso, ich muss eigentlich drücken. Wie viele Likes hat das meistgelikedeste Bild auf Instagram aktuell? Von mir? Nein, generell auf Instagram. 50 Millionen. Ich sag 300 Millionen. 73 Millionen, das ist das aktuelle Bild von Leo Messi. Ach stimmt, meins hatte 50 Millionen. Fuck. Digga, Bruder, warum habe ich so viele falsch? Kannst einfach bei ihrem Punkt dran machen. Wie groß muss er sein? Ach so, scheiße. Wenn jemand gefällt mir, wie groß? Aber nicht die Größe, so diese Größe, sondern die andere Größe. Meint der Vater, wie groß bin ich? 20 oder 18. Und kein hinten und vorne. Digga, wir gehen hier gerade so krass ins Detail, Alter, das wollte ich gar nicht. Mira, letzte Frage. Es steht jetzt aktuell 4:4. Das heißt, 4 unangenehme Fragen für Sie und 4 unangenehme Fragen für mich. Wie viele Kontinente gibt es? Oh. Ups, sorry. 7. Was sagst du? 60.
Boah, ist auch nah, ne? Das ist sie. Ja? Hm. Die letzte Frage. Was gefällt dir an Dennis? Dennis? Dennis ist groß. Das ist er. Dennis hat schöne Körper. Und Dennis voll Respekt von mir. Schöne Gesicht. Und Ella gefällt mir Dennis. Aber ich mag Dennis. Normale Freunde. Hm. Nicht andere. So, das waren die 5 Fragen, ne? Ich gehe an der Stelle mal nochmal die Spülmaschine ausräumen, ne? Habt ihr, falls ihr irgendwie was essen wollt oder so, ich bin da gern. Ihr Wunsch war es jetzt nochmal zu tanzen, weil ihr wisst, wenn wir bei mir da sind, wir können hier nicht gehen, bevor wir nicht getanzt haben. Wie heißt sie? Mariam. Mariam? Ja. Oh! Nein, Dinesa! Sorry. Warum machst du das? Aus Versehen, das ist meine Tochter! Ist aus Versehen runtergefallen. Kannst du sehen? Nein! Sorry. Dinesa und deiner Papa. Der Patenpapa. Oh, ich leg sie wieder schlafen.